Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Degusterbox aus dem Monat September gucken. Hier ist das Schätzelein. Die kostet 15,99 € pro Box und pro Monat und jetzt bin ich irgendwie schon viel zu weit mit meinen Infos. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, Degusterbox ist eine Foodbox, die monatlich erscheint. 15,99 € pro Box und pro Monat kostet. Mit dem Code Claudi, wir haben den jetzt endlich geändert, könnt ihr die Box für 9,99 € bekommen. Das heißt, es ist ein 6 € Rabatt für die erste Box. Genau. Und wir haben 10 bis 15 Lebensmittelprodukte hier drin enthalten. Ich muss die kurz abstellen, weil die ist gar nicht mal so leicht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben werden. Ich hoffe darauf, dass wir auch irgendwelche Kuchen oder sowas. Oh, sowas liebe ich ja, ne? So Fertigkuchen und so ein Kram. Gib her, ich nehme mir das gerne. Ja, also die Degusterbox ist quasi, seitdem ich hier bei YouTube unterwegs bin, also seit 4 Jahren auch an meiner Seite. Irgendwann kam die Firma auch zu mir und hat gesagt, Mensch, Claudi, wollen wir nicht vielleicht zusammen das Ganze machen? Sehr gerne. Und es gibt dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender. Der müsste auch aktuell online sein für, ich glaube, 41,99 €. Wir müssen mal gucken, ob hier gleich ein Flyer auch drin ist, wo wir vielleicht einen Rabatt noch finden. Mal gucken. So, wir schauen jetzt hier mal rein. Ich weiß nicht, ob Claudi auch dann mit den 6 € auf den Adventskalender gilt. Könnt ihr ja mal ausprobieren und mir mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das auch gerne mal anpinnen, ne, falls es jemand herausgefunden hat. Und ihr könnt natürlich auch in diesem Video eine Degusterbox gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. So, wir haben Butterbrotpapier, was mit einem Klebi zugemacht ist. Das mache ich jetzt mal eben kurz so zur Seite. Ne? Huch, da habe ich was umgeworfen, was da hinten rumstand. Wir haben hier allerlei Flyer mit dabei, was hier natürlich auch in der Box drin enthalten sein könnte. Die Degusterbox Cold wird angepriesen. Genau, die Coldbox, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Hier haben wir den Adventskalender, 35,99 €. Siehste, kriegst du nämlich einen Rabatt von. Advent 22, der gilt. Und ja, das ist doch super. Verwende den Aktionscode und dann kannst du dir ordentlich gönnen. Und der Adventskalender sieht wirklich schön aus. Guckt euch das mal an. Also da habe ich jetzt schon Bock drauf, den auszupacken. Das wird ein Fest. Oh, ich liebe es. Und genauso leer wie mein Magen war dann auch gerade wohl ganz plötzlich der Akku von der Kamera. Aber na, wir machen jetzt mal weiter. Also, ich habe hier so einen Flyer immer drin. Mit Schwung in den Herbst ist hier tatsächlich das Motto. Feier ich. Wir haben endlich wieder Motti. Motti? Ein Motto? Noch ein Motto. Ein Motto, zwei Motti? Mottos? Das ist die Mehrzahl von Motto, Leute. Wow. Genau. Hier sind die Produkte aufgeführt mit Preisen. Kann ich euch dann soweit verlinken und reinschreiben. Und hier haben wir dann auch noch so ein bisschen Rezeptideen, was man so machen kann mit den Produkten, die hier drin enthalten sind. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Mm. Oh, ich habe jetzt schon Bock drauf, ne? Okay, so. What have we? Wir haben Tee. Tee finde ich klasse. Tea, Taste My New Zealand Bio Kräutertee mit Manuka Honig und Lemon Myrte. Okay, riecht sehr interessant, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Lemon Myrte sein soll. Ich mag eigentlich gerne Tee, muss ich wirklich sagen. Ne? Kräutertee ist halt immer so eine Sache. Ich möchte keinen Kräutertee trinken, der mich fühlen lässt, als wäre ich krank. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so ein Ding. Deswegen ist so Pfefferminz nicht unbedingt mein Cup of Tea. Aber nein, du hast jetzt Zitronengras, Apfel, Süßholzwurzel, Zichorienwurzel, natürliches Zitronenaroma, Hibiskus, Manuka, Honig, Granulat, krause Minze, Lemonmyrte, Zitronenöl, Stevia, süße Brombeerblätter und Limettenöl mit drin. Und den werde ich mir mal gönnen, den werde ich mal probieren. Ne? Dann schauen wir mal, ob das soweit funktioniert mit uns beiden. Als nächstes habe ich aber auch von Teja noch was mit dabei. Und das dürfte dann doch vielleicht ein bisschen eher was für mich sein. Taste My Italy. Zitrone, weißer Hibiskus und Basilikum haben wir hier drin enthalten. Und sowas finde ich persönlich noch leckerer und noch ansprechender für mich. Ja,
Das ist, glaube ich, eher so meins. Ich meine, gut, in der nächsten Zeit wird es eher so Richtung Schwangerschaftstee oder Stilltee bei mir hinauslaufen. Also, dass ich dann halt auch irgendwelche Inhaltsstoffe dann so drin habe, die dann auch entsprechend gerade so für meinen Körper so sein müssen. Ne? Aber na, noch kann ich ja mir gönnen. So, dann habe ich hier, die sind auch so lecker, von Snets. Aber ich mag den Geschmack Barbecue nicht so gern. Das ist dann eher was für meinen Freund. Das sind die Natto Chips. Sehen einmal so aus. Und das ist halt auch eine komplette Tüte. Ne? 75 Gramm sind hier drin enthalten. Wie gesagt, Barbecue ist eher ein Geschmack für meinen Freund. Denn ich finde, alles, was irgendwie diesen Barbecue-Geschmack hat, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Das macht für mich so ein leicht taubes Gefühl im Mund. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag das gar nicht so gerne. Das heißt, das ist dann kein Produkt, was ich essen werde. Aber hier steht ja auch drauf, dass man die Produkte teilen soll. Ich gucke mal, ob man irgendwie noch eine Alternative hätte haben können. Nö, nö, das ist in der Geschmacksrichtung bei allen mit bei. Hier habe ich das. Milk Creamy Center. Matilde Vicenzi. Puff Pastry. Ein Blätterteiggebäck mit Milchcreme-Füllung. Richtig genial. 125 Gramm. Sowas ist eher sowas zum Kaffee, ne? Das ist halt in dem Sinne kein richtiger Fertigkuchen oder sowas. Das heißt, das wird dann so nachmittags auch ganz gut. Was werden? Mifeuille ist es quasi, ne? Mifeuille. Bite-Size. Une petite bouchée. Und jetzt haben wir es gerade 7:30 abends. Ne? Also das ist dann eher was wirklich für, wenn meine Mom vorbeikommt und wir trinken zusammen Kaffee. Oder möchte ich das jetzt schon essen? Ja. Ja, die kenne ich auch. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal irgendwie mit drin. Aber die finde ich sehr, sehr lecker. Und das ist halt auch so vorne, vor allem oben so karamellisiert. Und dann hast du so ein Hexagon und ach, mit einem Hapsen die im Mund, ne? Also das sind wohl Bocconcini, steht drauf, ne? Und ich finde, das hat die Mathilde sehr lecker gemacht. Boah. Ich muss aber eben einen Schluck trinken. Weil das sitzt dir überall zwischen den Zähnen. Mhm. Weiter geht die wilde Reise. Also es ist noch gut was hier drin. Mhm. Ich habe jetzt hier als erstes so ein Tütchen, das ziehen wir mal raus. Von Greeters, The Real Flavor of India. Tikka Curry Paste, Medium. 2 Portionen, 80 Gramm. Ja, so eine Currypaste, das ist jetzt nicht unbedingt was für meinen Freund und mich, aber das kann man halt easy peasy, wenn du dir so ein bisschen Reis machst, ein bisschen Hähnchen dazu drüber machen. Ne? Dann hast du irgendwie auch einen leckeren Geschmack mit dabei, vielleicht ein bisschen Gemüse mit reinschnippeln und dann hast du auf jeden Fall was Leckeres. Hier ist auch ein kleines Rezept hinten abgebildet, genau. Mit Hähnchenfleisch und so. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, wird aber weiter wandern, weil wir halt nicht so die Curry-Esser sind. Mein Freund ist Currywurst, aber Curry an sich im Gericht ist jetzt nicht so seine Welt. Und meine schon mal so gar nicht. Dann habe ich hier nämlich noch so ein Gläschen mit dabei. Und immer wenn wir Gläschen haben, sind die nochmal so schön eingepackt in dieser Luftpolsterfolie, damit die nicht kaputt gehen. Sweet Gurken Relish. Cool. Also aus dem Spreewald. Witzig. Würziges, stückiges Gemüse-Chutney. Mhm. Und das kannst du dir dann auf Burger-Buns drauf machen. Oder wenn du halt selber Burger machst, ne, dass du dir das Chutney da drauf gibst. Sowas finde ich auch schön. Ne? Wenn man, ich meine, ich denke zum Beispiel jetzt auch so an die Zeit Kind pinkeln oder so. Also wenn Babyboy geboren wird, dann wird mein Freund hier ja auch irgendwie was machen müssen. Also so ist es halt bei uns in der Gegend, dass man dann Kind pinkeln macht. Kommt ein Bierwagen vorbei und dann organisiert man irgendwas zu essen. Ich weiß nicht, vielleicht macht er dann so eine Art Hotdog- oder Burgerstraße auch, dass man sich das selber so zusammen, ne, mischen kann und so. Da wäre das auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und ich wüsste nicht, wofür man das sonst verwenden könnte, als jetzt irgendwie auf einem Hotdog oder auf einem Burger. Weiß ich echt nicht. Falls ihr da Ideen habt, gerne in die Kommentare. Also hier, Austausch ist immer super wichtig, Leute. Dann habe ich hier ein bisschen was zum Trinken. Original Bitburger Fassbrause Naturtrüb Orange mit Vitamin C, B6 und B12. Hauptsache, das hat Vitamine mit bei. Das ist eine 0,33er Dose. Jo, Hauptsache glutenfrei. Ist auch geil. Alkoholfreies Erfrischungsgetränk. Also ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das 0,0 ist. Also hier steht auch extra drauf, Erfrischungsgetränk ohne Alkohol und so. Ne? Aber das würde ich jetzt vielleicht in der Schwangerschaft nicht unbedingt zwingend trinken. Vielleicht eher so mein Freund, ne? Dass wenn er sowas trinken möchte, dann kann er sich das gönnen. Hört sich auf jeden Fall lecker an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Noch ein weiteres Getränk habe ich hier auch mit dabei. Und zwar ist es von Hohes C, Immune Water mit Vitamin C und Vitamin D. Muss man immer diese ganzen Vitamine so mit drauf? Ich weiß das nicht. Ich habe letztens auch eine Reportage gesehen. Im Prinzip, manchmal werden Vitamine ausgelobt auf den Verpackungen und da ist es halt wirklich nur minimal drin, aber die dürfen es halt ausloben, wenn es irgendwo auch mit drin ist. Ne? Das ist echt verrückt. Das ist mit Limette und Ingwer. Natürliches Mineralwasser, ohne Zucker, mild prickelnd. Ja, ne? 750 Milliliter. Werde ich auf jeden Fall hier oben hinstellen, dass ich das dann trinke, während ich jetzt so mal wieder meinen Adventskalender auspacke und so. Das ist ganz praktisch. Ich mag tatsächlich gerne Limette in solchen Getränken. Ingwer ist immer so eine Sache für sich. Das ist dann ja auch mit einer leichten Schärfe. Aber Ingwer ist immer sehr gut für Bauchweh. Ne? Also wenn ich halt Bauchweh habe, ist Ingwertee zum Beispiel auch immer eine ganz gute Geschichte. Ist gut fürs Immunsystem. Ist gut für so diese Reinigung von innen. Deswegen ist es eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte. Ja, schön. Dann bleibt das hier oben. Dann habe ich hier noch einen Tomatenmark. Typchen von Mutti mit dabei. Tomatenmark zweifach konzentriert mit Gemüse. Enthält 400 Gramm frische Tomaten und das sind 130 Gramm in diesem Typchen. Sowas ist praktisch. Ne? Das können wir immer mal wieder gut gebrauchen. Das kannst du zu allem möglichen Gericht gedönsen mit dazu machen, wie du halt lustig bist. Und deswegen finde ich das schön, dass es hier auch mit drin enthalten ist, weil das ist so ein klassisches Nahrungsmittel, was man halt einfach benötigt im Leben. Dann habe ich hier noch was gut Eingepacktes wieder. Da muss ich aber erstmal drankommen, das ist gar nicht so leicht hier. Ich gucke derweil mal, ob ich irgendwo was Alternatives hätte sagen können. Achso, bei diesem Gurkenrelish hätte man auch was Alternativ haben können. Was wäre denn gewesen? Currygurkenrelish oder Paprikarelish hätte man auch haben können. Okay, also das Paprikarelish hätte ich auf jeden Fall am coolsten gefunden, weil wir, also wenn wir kochen, viel Paprika und so verwenden. Ja, hier habe ich was von Tomi drin enthalten. Da kommt man direkt, Tomi, hier kommt der Genuss, bing, und dann hat man diese kleine Kochmütze auf. Ein French Dressing, auch das ist richtig cool mit süßfruchtigen Tomaten und Meersalz. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen und ich finde es einfach schön. Ne? Wir haben einfach gerade so, dass in der Welt alles teurer wird, im Supermarkt wird alles teurer. Und wenn man dann so Basic-Produkte mit dabei hat, da freue ich mich doch drüber. Das ist immer schön. Und dann habe ich hier, glaube ich, als letztes zwei Schokis mit dabei. Kann der Karton schon mal runter. Und zwar von Sarotti. Die haben jetzt scheinbar irgendwie eine neue Aufmachung. Einmal habe ich hier Fair Ecuador drin enthalten mit 60% Ursprungskakao aus unserem Ecuador-Kakao-Projekt. Okay, vegane Rezeptur. Das ist ja auch interessant. Okay, ja, einmal eine Schoki mit 60% Schoki und dann mit 70% Schoki. Auch das eine vegane Rezeptur, fruchtig, blumig, milde, okay, cremig, zart, aha, fruchtig, blumig, auch interessant. Also ich esse mir tatsächlich Schokolade immer mit irgendwas dazu, also entweder so in Form von M&Ms oder Schokocrossis oder sowas. Und mein Freund ist halt auch kein super Fan von mega krass, hochprozentiger Schokolade, auch wenn das deutlich gesünder ist. Also je höher das Ganze konzentriert ist, ne, also die Kakao-Geschichte in der Schokolade konzentriert ist, desto gesünder ist die Geschichte auch. Ja, trifft aber nicht ganz unseren Geschmack, bin ich ehrlich. Okay, trifft denn die Box unseren Geschmack? Im Großen und Ganzen ist das tatsächlich mal wieder so eine Box, die einen so ein bisschen aus der Reserve lockt. Ne? Also wir haben mit dem French Dressing definitiv was drin, was so ein bisschen basic-mäßig ist. Aber ansonsten haben wir hier ziemlich viele abgefahrene Produkte auch mit dabei. Auch dieses Immunwasser von Hohes C finde ich auch ein bisschen aufregend. Recht viele Getränke, also eben dieses Wasser, dann die Fassbrause und zwei Packungen Tee. Das sind wirklich recht viele Getränke. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass ja so mindestens eine der Teepackungen zum Beispiel durch ein reguläres Food-Produkt ersetzt worden wäre. Aber gut, ja. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt halt immer, ne? Das ist halt die Sache. Du zahlst halt jetzt nicht irgendwie super viel für die Box. Die 15,99, die hast du safe eh immer raus. Meistens bewegen wir uns sogar über 20 Euro, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn.
Man sollte nur bedenken, dass wenn man diese Box sich abonniert oder halt kauft, dass man auch jemand ist, der ein bisschen offen ist für anderes. Ne? Also, dass man auch einfach mal sagt, Mensch, ich schaue über meinen regulären Tellerrand im wahrsten Sinne des Wortes hinaus und esse auch mal was, was wir normalerweise nicht so auf dem Tisch haben. Dafür ist es prädestiniert, aber dann hast du halt auch wieder Tomatenmark mit dabei, was halt einfach klassisch ist und du immer wieder gebrauchen kannst. So, ne? Gut, ja, doch. War eine solide Box, definitiv. Ich bin auf den Adventskalender gespannt, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!